Joho ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. So rausgekommen sind wir jetzt hier direkt vor dem Fort der Dreifaltigkeit. Wie gesagt, sieht auch so von außen ziemlich cool aus. Ich muss aber sagen, nachdem wir gestern das Miasma aus dem Fort vertrieben haben, nachdem wir mal ganz ordentlich durchgelüftet hatten, quasi, aber das Schiff da hinten ist immer noch zu sehen. Oh oh. Okay, und wir sind jetzt noch nicht mal in der persönlichen Instanz. Hier ist ja Wasser. Ich wüsste doch mal gerne, ob wir das schaffen, dahin zu. So, ich mach mal lieber Interface an, weil es könnte ja sein, dass wir uns hier gleich heilen müssen. Ob wir dahin schwimmen können? Gehen wir mal ins verseuchte Wasser von Ohr. Aha, hier ist ein kleines Unterseeboot. Ich kann euch schon mal vorwarnen, die nächsten drei Karten, also die drei, ja, quasi End-Content-Karten, die sind alle ziemlich düster. Ich finde, der Name sagt es ja auch schon, es ist die Meerenge der Verwüstung. Also grüne Flecken können wir wirklich nur noch hier auf dem oberen Bereich der Karte, gerade so bis hierhin erwarten. Danach ist Ende mit Grün, danach ist Ende mit Farbe, danach ist Grau, Braun, Schwarz. Und noch mehr grau und braun. So, verstanden, Hilux und so weiter haben wir hier. So, das sieht aber so aus, Terzetto-Bucht, als könnten wir hier auf dieses Schiff drauf, oder nicht? Jetzt sehen wir so ein Ding endlich mal aus der Nähe. Sehr geil. Okay. Können wir hier rauf? Tatsache, aber ich glaube, so richtig rein wird wahrscheinlich schwieriger. Ist doch mehr zur Deko da und nicht wirklich, um es zu erforschen. Oha, ein Hai! Hilfe! Hai, 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 happen! Asura, nix, hai, happen! Für den jetzt abgehängt haben. Nein, wir haben ihn nicht abgehängt. Wir schwimmen mal lieber wieder zurück. Asura gibt Gummi, würde ich sagen. Folgt er mir immer noch? Nö, aber dafür jetzt ein Hai-Leck. Na toll! So, rauf hier! Was mit dem? Der haut jetzt ab. Okay. Okay, gut. Wir können aber ins Wasser und ja. Jetzt wird der Himmel auch beherrscht von den Leutnants von Zaitan. Das sind nämlich die etwas kleineren, weniger bekannten und vielleicht auch ein bisschen unbedeutenderen Drachen. So, wir laufen nochmal hier durchs Fort durch, damit wir hier den Stolz der Orden hier einmal uns etwas näher angucken können. So, hier haben wir jede Menge Energie. Energie, die von der Kreidkugel kommt. Das ist gut. Und diese Energie, die wird anscheinend hier auch durch die ganzen Silvari-Dornenranken hier verteilt. Guck, guck, die gelehrte Lannis hat gewunken. Okay, verlassen wir mal den Dockbereich. Und reden mit dem Speer hier. Oh, gibt richtig viele Speer hier. Reden wir vielleicht zuerst mit der unsichtbaren Reckin Schwertklinge. Pack Kriegsmeister Schattenhieb befehle ich die Invasionstruppen im Norden von Ohr. Er will an der Anlegestelle Messingklaue mit Unterseebooten und Golemkanonen einen Brückenkopf errichten. Ein befestigtes Lager dort sichert unseren Truppen den Zugang zum Reich des Drachen. Das ist ja schön, Reckin Schwerklinge. Oder wenn man mit euch redet, sollte man vielleicht sagen, das ist ja schön. So, Taktiker Falks. Jenseits dieser schmutzigen Gewässer beginnt der Sturm auf Orr. Ein Gebilde der auferstandenen Kraid in den stygischen Tiefen bedroht unsere Armada, die zum Eroberungsjachthafen unterwegs ist. Die Schiffe müssen die Küste erreichen, damit unsere Truppen den Strand stürmen und Orr für den Pakt ein... Oh oh, GW2, schwerer Fehler ist aufgetreten. Och nö! Na toll, okay, ich bin gleich wieder da. Das dauert jetzt ein Momentchen. So, da bin ich wieder. Mensch, schwerer GW2-Exefeder. Das ist mir in 157 Folgen nicht passiert. Naja, einmal ist immer jenseits das erste Mal, dieser, ne? Schmutzigen Gewässer beginnt der Sturm auf Orr.
Ein Gebilde der auferstandenen Kraid in den stygischen Tiefen bedroht unsere Armada, die zum Eroberungsjachthafen unterwegs ist. Die Schiffe müssen die Küste erreichen, damit unsere Truppen den Strand stürmen und Orr für den Pakt einnehmen können. Okay, so, und dann haben wir hier noch den letzten, das ist der Recke Huyk. Der Recke Huyk. Unsere Truppen stoßen von der südlichen Küste über den einzigen Landweg, das Archipel, in Richtung Orr vor. Unser Lager an den Schwallspitzen unterstützt den Angriff von Isaldin Zarai mit mächtigen Belagerungswaffen, während der Pakt auf das Lesiet-Tor und Saitans verdorbenes Reich zumarschiert. Okay, so, und da hätten wir auch schon mal die drei Wege gesehen, wie man hier eigentlich storymäßig auf das Festland hier bei der Meerenge der Verwüstung kommt. Nämlich entweder hier, das ist dann eine Eventkette, oder hier, das ist eine Eventkette, oder hier unten, das ist eine Eventkette. Man kann natürlich auch anders reinkommen, aber ja, am schönsten und am storymäßigsten ist es halt eben mit einem dieser Events. So, wir sollen aber jetzt nach hier oben. Ich hole mir aber trotzdem vorher noch da vorne die Wegmarke, die wir hier haben. So, da ist sie. Und ich würde mir ganz... Es muss doch jemanden geben, der mit mir kämpft. Oh ja, ich... Ich hab mich auch schon aufgewärmt. Okay. Heldenherausforderung mit der Abteimagistra. Kein Problem. Wissen ist der größte Schatz. Sie sagen, Sie wären zu müde, um gegen mich zu kämpfen, diese faulen Raupen. Zu müde? Pah! Und was ist mit euch? Mache ich euch Angst? Mache ich euch müde? Nix da, ich bin hellwach. Los, kämpft mit mir. Ihr hebt euch von der Masse ab. Yep. Schön. Yep. Sehen wir, wie ihr kämpft. Okay. Also, mit Eis und noch mehr Eis. Oh, sie hat sich verwandelt. Aber sie ist trotzdem ein Geist. Okay, ich passe ein bisschen besser auf, glaube ich, hier. So, ich glaube, es hat jetzt auch ein bisschen geleckt. Aber sie ist Fernkämpfer, ne? Dann machen wir uns mal hier so ein Schild und... Dann kämpfen wir in der Feuereinstimmung weiter, machen uns vielleicht noch hier einen kleinen Feuerelementar. Der kommt dann von hinten, genau. Oder ein bisschen mehr von der Seite. Meine Güte, der tankt mir die sofort weg. Das ist ja traumhaft. Ich hätte das gerne immer so. Wer ist frech? Er redet ja wohl nicht mit mir, ja? Also ganz ehrlich, eure Abteimagistra ist hier null ausgelastet und ich erspare euch heute Abend viel Stunk in der Kneipe. Weil wenn die nämlich bis heute Abend nicht ausgelastet wird, dann fürchte ich, gibt es hier große Probleme. Insofern, von wegen frech, macht das Maul nicht so weit auf. So, wir haben es ja auch gleich. Ja. Ja, das einen Kampf. Ja, das freut mich aber. Ich glaube, das ist die gleiche Synchronstimme wie von der Char, die wir vorhin hatten. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann doch mal langsam nach da oben, wo der grüne Wirbel auf unserer Karte ist. Wobei hier jetzt gerade auch ein Event ist, Zentralinvasion auf Orr. Im Notfall könnte ich die wohl benutzen. Dann würde ich sagen, machen wir hier zuerst weiter. Die Megalaser am Armada-Hafen werden wieder aufgebaut, um den Weg für den zentralen Angriff auf Orr zu bereiten. Verteidigt die Gelehrte Kimka und BNDL2, bis die Pakt-Megalaser gebaut werden können. Okay? Autsch! Erstmal direkt hier in die Dornen rein. Ach, das ist ja der BNDL2. Na gut. Oh. Komm schon. Genau. Hier sind aber viele umgekippt. Wieso? Wegen dem einen Veteran hier? So, dann wollen wir gleich mal hier wieder was aufstellen. Und der nächste. Und der nächste. So viele Rätsel. Sind alle wieder da. Gut, aber hier ist sie gar nicht, die Kimka. Welcher ist denn jetzt der Pakt-Megalaser, der hier wieder aufgebaut wird? Ach, der da! Oder?
brauche mehr Lux-Modulatoren. Die hier sind durchgebrannt. Ach so. Interessant. Im Notfall könnte ich die wohl benutzen. Hier ist ja überhaupt keiner mehr. Jetzt steht hier die eine Abtei-Arkanistin ganz alleine. So, geschafft. Aha, aha. Baut ihr hier jetzt mal langsam auf oder nicht? Okay. Kommt her zu mir und lasst die Abteileute in Ruhe. Genau. Stehe ich da so hinter diesen Trümmern von dem Laser, dass ich hier hinten noch nicht mal den auferstandenen Quarkan ins Ziel nehmen konnte? Oh, und ein Veteran. Der hat oh Gott! Der hat sich noch mal ganz schnell irgendwie erhoben. Pakt Megalaser 3 ist auch bald aufgebaut. Ist es der hier? Die sind hier alle nicht irgendwie benannt. Das ist doof. Steht doch nicht hier so rum. Ihr seht doch hier. Ich meine, ihr habt doch die Gegner hier in Reichweite. Warum laufen die nicht hier rüber? Also das verstehe ich nicht. Ja, in Ordnung, klar. Jetzt haben wir einen Beweis für die Macht des Asura-Wissens. Die Megalaser müssen allerdings geschützt werden. Jemand muss die Auferstandenen fernhalten. Vor allem jetzt, wo ich keine Ersatzteile mehr habe. Okay. Orianisches Knochenschiff. Machen die Megalaser jetzt das Schiff weg? Packt Megalaser 2. Genau, da kommen sie schon wieder, um die Megalaser wieder kaputt zu machen. Wie auch sonst. Genau. Die haben hier alle Arkanisten getötet. Das kann es ja wohl nicht sein. Und die Taktiker und überhaupt alle. Och, Mann. Okay. Ja, da kommen die nächsten schon raus. Ich versuche die hier irgendwie immer in der Mitte zusammenzuziehen. Ich fürchte nur, dass ich da hinten den dritten Laser nicht sehr gut beschützen werden kann. So, ich brauche noch ein bisschen Wasser hier. Und am besten wäre es eigentlich, wenn ich hier wieder was wiederbeleben könnte. Wobei, noch stehen hier die Paktleute. Ne? Also noch wäre es natürlich sinnvoll, die hier einfach mal schnell zu unterstützen. Oh, fuck. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Bitte, bitte. Ich bin zu schlau, um aufgerappelt. Ja, zu schlau. Ah, ja, 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 ja. So, bleib schön hier drin in dem Feuer. Sehr gut, sehr gut. Jetzt rennt er einfach weg hier. Packt Megalaser übrig immer noch 3, ja? Warum kriege ich... Scheiße. Irgendeiner geht down, würde ich sagen, oder? Nee, da ist noch alles schick. Ach so, das ist die Anzeige über das orianische Knochenschiff. Ach, na klar. Und nicht über die Packt Megalaser. Die haben da unten einfach nur eine Zahl. Ah, da kommen sie, da kommen sie. Uhuhuhu, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Nein, mach die nicht kaputt. Oh, scheiße, der ist gleich hin. Ich krieg den gar nicht... ich kriege ihn nicht so schnell geritzt. Wenn das überhaupt möglich gewesen wäre, heißt das natürlich... Nein! Maximaler Schmerz. Oh, da hinten steht noch ein Gerüchtetyp. Jungs, kommt einfach mit hier rüber. Oh nein, jetzt machen die den nächsten kaputt. Och, fuck. Hier bleiben, hier bleiben. Oh, scheiße, das schaffe ich nicht allein. Das schaffe ich nicht alleine. Hier so ganz alleine. Völlig ohne Hilfe, fürchte ich, wird dieses Event jetzt hier in die Hose gehen. Wie schade. Och, Mann. Ja, ich könnte jetzt versuchen, mich hier hochzuheilen, aber nein. Sie haben mich entdeckt und die anderen machen das Teil kaputt. Und jetzt machen sie auch noch den dritten hin und dann... Ach. So ein Mist. Toll. Ich hab mein Bestes gegeben. Was macht denn der hier? Das ist ein Nachschub-Dodi. Ah, damn it. Ja, Event gescheitert. Shit, aber wir könnten hier das Event mit dem Nachschub-Dolly machen. Denn es macht jetzt keinen Sinn eigentlich... Nee, das Dolly und der Recke-Zip, die müssen alleine gehen. Ich muss ja hier eigentlich hier nach oben.
und meine persönliche Geschichte über Bringer der Gerechtigkeit weitermachen. Das wird aber nicht funktionieren. Moment, wo komme ich denn hier raus? Da komme ich doch nicht raus. Ach so, ja, ich muss hier unten schon in Richtung Docks gehen, ne? So, und ich werde es nicht mehr in dieser Folge jetzt schaffen, hier auch diesen Teil der persönlichen Geschichte zu spielen. Aber vielleicht werde ich es schaffen, bis dorthin zu laufen und dort auszuloggen. Das wäre natürlich gut. So. Hier übrigens, in diesem Sockelwaldland, und zwar in diesem gesamten Waldgebiet, können wir auch wieder einen Gegenstand farmen, der sich sehr, sehr gut im Auktionshaus verkaufen lässt. Und zwar bei den ganzen Bäumen hier, den Zypressenschößlingen, können wir Leuchtpilzgruppen ernten. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt Glück. Alter Holzblock. Alter Holzblock und alter Holzblock, okay? Kein Glück gehabt. Bei den Kräutern können wir vielleicht auch Glück haben. Zitronengras, ganz genau. Zitronengras ist auch super zu verkaufen. So, es leckt gerade ein bisschen. Okay. Hier sind wir aber auch schon gewesen. Bis zu dieser Wegmarke waren wir ja schon gegangen. So, und hier oben rechts rein gibt es eigentlich nichts mehr. Da vorne ist nur noch mal so ein Abbauspot. Genau, hier nicht in das Loch fallen. Das ist nämlich eine Brücke. Das sieht man nur sehr, sehr spät. Allerdings kommt man hier auch einfach wieder rauf. Also, wenn man hier runterfällt, man bricht sich ja nicht gerade die Beine hier in Guild Wars. So, am Brombeerpass gibt es eigentlich keine Brombeeren. Jede Menge Untote gibt es hier. Und dort oben gibt es immer was zu ernten. Ich glaube, Spargel? Nee, Artischocken. Da oben sind sie. Hinter dem Wasserfall jede Menge Artischocken. Und hinter den großen Pilzen. Hier kloppen sich netterweise die Dschungelraupen mit den Auferstandenen. Das ist ganz fein. So, und hier können wir halt Artischocken ernten. Da können wir uns richtig glücklich ernten, sozusagen. Was haben wir denn da? Was hat er denn für eine Rüstung an? Die sagt mir jetzt gerade gar nichts. Oh. Oh ja. Tägliche Komplettiererin und tägliche Erntearbeiterin. Okay. Da habe ich heute mal richtig Glück gehabt. Und noch mehr Artischocken sammeln. Und noch mehr Artischocken sammeln. Super. Jetzt haben wir sie gleich alle. Ich guck mal in die Kisten rein. So. Einmal das und dann bekommen wir noch das. Oh, was für eine erfreuliche Überraschung. Ja, das ist wirklich eine erfreuliche Überraschung. Machen wir mal auf. Jede Menge Zeugs und ein bisschen XP. Und das Ding auch noch, die Geisterscherben. Sehr schön. Alle nehmen. So, und die Geisterscherben, die sind schon einsortiert. So, aber ich wollte doch hier noch die Sachen anziehen. Das heißt, einmal die Handschuhe. Und die Hose, die ist auch ein bisschen besser als unsere alte. Und dann noch den Kopfschutz. Den zeigen wir ja glücklicherweise nicht an, denn der sieht echt sehr bescheiden aus. Okay. Hier läuft gerade kein Event, da haben wir ein bisschen Glück. Normalerweise läuft nämlich hier ein Event und dann ist hier wirklich die gesamte Straße Untoten verseucht. Der ganze Brombeerpass ist dann voller Untoter. Aber wir können hier ausnahmsweise mal relativ ungehindert hindurch. Tschüss, du! Oh, okay. Es ist gerade losgegangen, das Event da hinter uns. Schwupp, und schon war das Miasma da. Okay. Aber nicht mehr heute, nicht mehr heute. Ich werde jetzt erstmal noch die Wegmarke holen und mit dem Speer reden. So, Recke Kalan. Willkommen an der Meerenge der Verwüstung. Sie hat ihren Namen nicht ohne Grund. Das Land ist gefährlich und überall, wir lesen das nochmal. Und überall treiben sich Auferstandene herum. Ihr werdet Verbündete brauchen, wenn ihr überleben wollt. Der Pakt sammelt seine Truppen im Fort der Dreifaltigkeit.
Ich rate euch, macht euch sofort dorthin auf den Weg. Herrschaftszeiten, selbst wenn ich das leise lesen würde, hätte ich kaum die Zeit, das ordentlich betont zu lesen. Ist ja unglaublich. Außerdem wieder mal was Fehlendes. Hier oben geht es zum Funkernschwärmersumpf. So, und hier geht's aber einmal für uns runter. Oh, wow. Das wäre ja fast in die Hose gegangen. Nun denn, gehen wir mal durch die Jaguars durch. Das ist auch ein schöner, dicker Baum. So, hier können wir einmal runterhüpfen auf den Baum und dann platschen wir hier runter. Hier haben wir auch wieder jede Menge Miasma. Das liegt daran, dass hier wahrscheinlich am Signalgipfel auch gerade wieder das Event genau hier. Da ist er schon. Nee, das ist die Reckin. Die Auferstandenen haben das Feldlazarett des Pakts überrannt. Wir müssen helfen, sie zu verjagen. Ja, das wäre eine gute Idee. Und wenn ich hier gleich noch bin, dann mache ich das auch ganz gerne. Aber ich muss sagen, jetzt so gerade eben, nö, tut mir leid. Außerdem ist es mal wieder so ein Event, was man alleine fast nicht schaffen kann. Weil die Auferstandenen, die 18, die gerade hier sind, die müssen auch down bleiben. Das Problem ist, die spawnen immer wieder neu oder stehen wieder auf. Und dann diese 18 Stück wirklich down zu halten mit einer Person, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Gut, aber ich verabschiede mich für heute von euch. Wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Folge Let's Play Guild Wars 2. Tschüss!